macht man einen Pompon? Dafür brauchst du Wolle, eine Schere, einen Zirkel und Karton. Schritt 1. Stelle die Ringe her. Vorweg nimm einen Karton und falte ihn in der Mitte. Zeichne jetzt mit dem Zirkel einen Kreis von ungefähr 10 cm Durchmesser. Wenn du keinen Zirkel hast, funktioniert es genauso gut mit einer umgedrehten Schale. Zeichne einen kleineren Kreis in den großen Kreis. Benutze dafür die Rolle von einem Klebeband. Pass auf, dass beide Kreise den gleichen Mittelpunkt haben. Aus beiden Kreisen ergibt sich so ein Ring. Schneide alles um den großen Ring weg und genauso alles innerhalb des kleinen. Achtung, schneide mit der Schere beide Lagen gleichzeitig. Du kannst ja deine Eltern um Hilfe bitten. Und schon hast du zwei Ringe gleicher Größe. Schritt 2. Wickle die Wolle um die Ringe. Schneide ein Stück Wollfaden von ungefähr 4 Meter Länge ab. Lege es in 4 Lagen übereinander. Befestige die Enden der 4 Wollfäden an den aufeinanderliegenden Ringen. Umwickle jetzt die Ringe mit der Wolle. Falls es nicht reicht, schneide noch einen Wollfaden ab. Hör mit dem Wickeln auf, wenn du die Fäden nicht mehr durch das Loch bekommst. Schritt 3. Der Pompon. Drücke die Fäden so zur Seite, dass du an die zwei Pappringe rankommst. Stecke die Schere zwischen die beiden Ringe. Den Ringen folgend zerschneidest du nun die Wolle. Ziehe zwischen den beiden Ringen mit dem Wollfaden eine Schlinge und zieh sie zu einem festen Knoten zusammen. Zerschneide im Anschluss die Ringe, damit du sie abziehen kannst und gleiche jetzt die Wollfäden aus. Schritt 4. Mehrfarbige Pompons. Willst du einen bunten Pompon, dann umwickle die Ringe mit mehreren Wollen unterschiedlicher Farbe. Du kannst die verschiedenen farbigen Fäden alle gleichzeitig um die Ringe wickeln. Oder du wickelst die verschiedenen Bereiche der Ringe mit jeweils einer anderen Farbe, um Muster zu erzeugen. Fertig, schöne Pompons. Du kannst sie an deiner Schultasche oder deinem Schlüsselbund festmachen.